Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Wo ist da der Powerhouse? Heute ist Samstag, 9. Juni. Ich bin in Deutschland. Jawohl. Ich bin bei meinem Kollegen, den Rees. Das war oder ist ein Nachbar von mir. Und das Haus hier hinten gehört ihm. Er hat das umgebaut. Und er wohnt hier in Fischbach bei Niederschach. Und wir werden heute Morgen zusammen eine kleine Töff-Tour machen. Und dann am Rückweg gehen wir nach Niederschach zum großen Travel-Event. Duratech ist ein großer Zulieferer für BMW und Geländemotorräder. Jawohl. Ja, und hier Rees mit seinem Nordenkommando. Dann steht da eine Yamaha Tracer. Eine Honda. Und als Spezialität eine Moto Mobini 3 1/2 350 Kubik. Und als die ist rechts geschaltet. Ja, auch natürlich der Nordenkommando, der ist auch rechts geschaltet. Ich bin da gestern Nachmittag hierher gefahren. Und in der Region Bruck, also noch in der Schweiz, wurde ich vom ersten großen Gewitter überrascht. Musste eine halbe Stunde warten, Regenkleider montieren und bin dann hierher gefahren und schaffte es gerade vor dem großen Regen, der hier kam, einzufahren. Ja, freue mich heute zusammen eine Tour zu machen, Rees mit seiner Freundin Bianca. Wir drei werden da eine Runde drehen. Lass uns laufen. So, der Hausi, der Rees und die Bianca gehen jetzt Duratech besichtigen. He? Genau, dürfen schauen. Jawohl. Ja, die müssen alle tanken. Also, dann nimmst du die kleine große. Dann ich. Also, wenn man Koffer nicht wieder verkauft. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Lasst euch noch gut gehen. Sehr aber das Ding ist ein total die Kinder aus hintersten Kurdistan, die keine Chance hätten auf eine vernünftige Schulbildung, finanzieren die Ausbildung. Das ist doch gar nicht so dumm, oder? Nee, und da kommt was, weil wenn es freiwillig ist zum Spenden. Christoph, wir laufen mal eine Runde hier durch die Gassen. Ja, aber du hast die größte Sensation. Hier Festgebirge, man hat irgendwie Steine, man hat enge Stellen, man muss sich auf die Strecke konzentrieren und gleichzeitig ist es geht einfach. Es ist ein Lastwagen, geländetauglich, von Dio Reisen, der im grünen Hemd, das ist der Chef. Und er übernachtet bei meinem Kollegen, beim Rees. Sie haben ein BNB oder Airbnb gelegen. Jetzt noch im neuen Duratech-Gebäude drin. Rees sucht einen anderen Sitz für das kleine MP09.
verlassen jetzt das Duratech-Gelände. Wir gehen zum Rees nach Hause und trinken zusammen ein Bier. Gell, Rees? Er wohnt nicht weit hier von Niederschach. Er wohnt in Fischbach. Und ich übernachte bei ihm. Und morgen Sonntag fahre ich dann wieder nach Hause.